Stadion in Regensburg mit diesem Neubau zu vergleichen, ist wirklich ein bisschen wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ein Stadion, das vor 10 Jahren ungefähr 80 Millionen gekostet hat, wo Infrastrukturmaßnahmen inklusive Autobahnanbindung und ein riesiger Parkplatz dabei waren, zu vergleichen mit dem, was wir jetzt hier gerade auf den Weg bringen, ist nicht redlich und auch nicht okay. Wir können ja auch ein anderes Beispiel nennen. Also in Offenbach haben sie uns erzählt, ich meine, wir waren ja zusammen auf der Stadiontour. In Offenbach ist uns nun klar berichtet worden, dass der Zuschussbedarf nahe Null liegt, nahe Null Euro. Trotz Viertligabetrieb, da muss man halt sagen, ja, es hängt halt auch viel damit zusammen, ob ein Zuschussbedarf entsteht oder nicht, wie wird das Stadion gemanagt und was passiert in diesem Stadion. Also es ist nicht okay zu sagen, ja, in Regensburg, zweite Liga und die haben immer noch einen Zuschussbedarf von 2,3 Millionen. Da steht ein 15.500 Mann Stadion. Da ist halt richtig was ganz anderes gebaut worden als das, was wir hier bauen. Ich denke mal, das wird nach heutigen Maßstäben, wenn das Gleiche gebaut würden, würde jetzt nochmal, würde das Gleiche wahrscheinlich 120 Millionen kosten, was da in Regensburg steht. Es ist also nicht okay zu sagen, dass man das vergleichen kann mit dem, was hier jetzt vorliegt. Und da kann ich mich auch nur Herrn Adler anschließen, was die Gefahr eines Übertretens der Linie von 2,2 Millionen angeht. Also durch die 15 Millionen Eigenkapital werden die Risiken ja wirklich deutlich gemindert, dass diese 2,2 Millionen auch nur ansatzweise erreicht werden können. Also von daher ist das Freistellungsverfahren, auch wenn wir grundsätzlich dafür waren, das Notifizierungsverfahren zu machen, ist dieses vereinfachte Verfahren jetzt, glaube ich, doch der richtige Weg, um es jetzt auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Danke.